Ausschnitte aus der Pressekonferenz des Zentralen Immobilienausschusses und mitgehört in Düsseldorf hat Hans-Joachim Witzke, der Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Mieterbundes. Guten Abend. Guten Abend. Herr Witzke, haben Sie etwas Neues gehört heute? Nein, eigentlich nichts. Nichts Überraschendes, nichts Neues. Nichts, was wir schon gewusst hätten. Wir finden allerdings eine Bestätigung dann eben durch die Wissenschaft dessen, was wir schon beklagen seit vielen Jahren. Es wird zu wenig gebaut und die Knappheit, die wir haben auf dem Markt, drückt sich eben in ständig steigenden Mietpreisen aus. Und das, was neu hinzugebaut wird, kann nicht Schritt halten mit dem, was in vielen Städten an Zuzug auch stattfindet. Wir haben ja durchaus auch weiterhin Zuzug aus dem Ausland, insbesondere natürlich aus den EU-Staaten, etwa aus den immer noch Mittelmeeranrainerstaaten, bei denen es wirtschaftlich ein bisschen bergauf geht, aber wo doch immer noch einige lieber in Deutschland und umliegenden Ländern ihre Zukunft sehen. Ja, und das lässt ja auch der Sog vom Land in die Stadt, dieser Sog, der lässt ja auch keineswegs nach. Also das ist ja nach wie vor ungebrochen, dass dann immer noch der Gang in die Metropolen, ob sie nun groß sind oder klein sind, weiter vorherrscht. Ja, das ist so. Und es ist auch natürlich insbesondere bei den Altersgruppen der 20- bis 30-Jährigen so, die natürlich mehr Ausbildungschancen in der Stadt haben, die in der Stadt studieren, in den großen Städten studieren und die eben als Berufsanfänger da auch Chancen haben. Und wir haben ja in sehr vielen Städten, nicht nur in den Großstädten, sondern auch in anderen großen Städten, auch attraktive Arbeitsplätze, die ihrerseits natürlich auch Zuzug bewirken und damit steigende Nachfrage auf den Wohnungsmärkten. So ist das Problem jetzt, das haben wir jetzt konstatiert und erhoben. Das hat ja auch die Politik erkannt, aber man kann ja keinen Wohnraum schaffen, kein Land schaffen, wo keins mehr ist. Also Verdichtung von Städten geht auch nur in einem gewissen Maße. Ist da das Denken nicht falsch rum? Müsste man nicht sozusagen das Land attraktiver gestalten, dass die Leute auch tatsächlich dort bleiben wollen und nicht nur dort Wohnungen anbieten, sondern auch tatsächlich Infrastruktur, Arbeit? Ja, das wäre natürlich auch eine Lösung. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, wenn man sich etwa die Verkehrsberichte morgens und auch abends anhört, bis in die späteren Abendstunden hinein, dann merkt man, dass diese Gesellschaft sehr mobil ist, dass sehr viele Menschen schon jetzt sehr weite Wege bis zum Arbeitsplatz zurücklegen. Und von daher kann das an der Mobilität oder mangelnder Mobilität auch nicht liegen. Und wir stellen ja fest, dass nicht mehr nur die Großstädte die sind, wo die Mieten steigen, sondern auch in den Regionen drumherum und sogar bis rein in ländliche Räume steigen also die Mieten an. Auch wenn Sie hier im Siegerland schauen, die sind zwar immer noch verglichen mit Großstädten anders, aber auch da steigen die Wohnungen und in den, ich glaube, 64 der 68 untersuchten Großstädten haben wir steigende und zum Teil eben sehr stark steigende Mieten, was ein Ausdruck ist der Knappheit. Und die Knappheit liegt eben daran, dass Grund und Boden nicht in der Weise zur Verfügung gestellt wird, wie das der Fall sein müsste. Es gibt ja auch viele, die eben Grund und Boden besitzen, aber wenig Neigung haben, weil sie ständig auf dem Papier reicher werden und für diesen Wertzuwachs noch nicht mal Steuern bezahlen müssen, die bleiben auf ihren Grundstücken sitzen. Wir haben zusätzlich Herr Witzke, wer sind denn diese vielen, die Boden haben und darauf sitzen bleiben? Das ist ja wahrscheinlich nicht der Einzelne, der jetzt ein Grundstück von seinen Eltern erbt, sondern das muss ja im hohen Maße passieren. Ja, das sind auch natürlich auch Einzelpersonen, die sagen, ich komme mit dem aus und wenn ich das Grundstück verkaufe mit dem Geld, es gibt auf kaum noch Zinsen dafür, damit kann ich nicht viel anfangen und meine Werte steigen ja auch so. Insofern ist die Frage der Mobilisierung, vielleicht sollte man auch, wenn der Staatssekretär davon gesprochen hat, dass er das Bauordnungsrecht verändern will, vielleicht sollte man das Instrument des Baugebots und der zur Verfügungstellung von potenziellem oder tatsächlichem Bauland auch ein bisschen anreizen. Nun klagen aber bauwillige Bauherren, die Gelände haben, sagen wir mal so, darüber, dass die Auflagen katastrophal sind aus ihrer Sicht, dass sie sagen, na gut, da muss ich jetzt, wenn ich ein Haus baue, muss ich also nicht nur einen Kinderspielplatz vorhalten, ich muss so und so viele Parkplätze vorhalten, ich muss diese und jene, ich weiß nicht was, energetische Sanierung und das Baurecht so einhalten, dass das für mich einfach unattraktiv wird. Können Sie das nachvollziehen?
Kann ich gut nachvollziehen. Also es gibt ein Bündel von Hindernissen, die wir haben. Wir haben auch Planungskapazitätenmangel. Auch bei den Ämtern in den vergangenen Jahren ist da auch in dem Bereich Personal eingespart worden, was jetzt schwer nachzubekommen ist, zumal ja eben auch die planenden Unternehmen, die noch Wohnungsbau, aber auch Gewerbebau betreiben, auch durchaus auf dem Markt sind und Personen suchen. Das ist Fachkräftemangel. Wer möchte heute noch Maurer werden oder sonst zum Bau gehen? Das ist sehr schwierig, auch da Fachkräfte zu bekommen. Also es gibt ein Bündel von Hemmnissen, die wir haben. Und der Regierungskommission, von der eben die Rede war, der wünsche ich viel Erfolg. Allzu optimistisch bin ich an der Stelle allerdings nicht. Dann wollen wir mal vielleicht Ihren nicht so großen Optimismus wenden, indem wir den Blick ins Nachbarland richten, und zwar in die Hauptstadt von Österreich, nach Wien. Das ist, kann man fast meinen, ein Schlaraffenland für Mieter. Wir haben da ein Beispiel. Tja, Hans-Joachim Witzke, taugte Wien als Vorbild für Deutschland? Ja, es taugt, aber wenn man Wiener Verhältnisse haben will, dann braucht man ja ungefähr 100 Jahre dafür. Denn so lange besteht ja diese Form des Wohnungsbaus in Wien. Und da hat man erkannt, wohin man gehen muss, wenn man ausgeglichene Märkte haben will. Und wenn man anerkennt, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Und das muss erschwinglich sein. Naja, in Berlin versucht man jetzt ja einen großen Immobilienkonzern zu enteignen. Würden Sie sowas als eine gute Idee betrachten? Ja, da wünsche ich viel Erfolg, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird. Es wäre vernünftig, wenn man diesen Konzern dazu bekommen würde, die geltenden Gesetze einzuhalten und auch im Sinne der Mieterinnen und Mieter anzuwenden. Ich glaube, dass es richtig ist, wenn die Städte dazu übergehen, den Grund und Boden, über den sie verfügen, auch im eigenen Besitz zu behalten und ihre kommunalen Wohnungsunternehmen oder wenigstens die genossenschaftlich und kirchlich orientierten Wohnungsunternehmen zu stärken und dafür zu sorgen, dass eben auch dauerhafte Bindungen bei den Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert sind, erhalten bleiben. Gibt es denn konkrete Vorschläge oder Forderungen, die Sie haben, die auch umsetzbar sind? Ja, beispielsweise meinen wir, dass sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden muss, staatlicherseits, um eben Grundstücke auch aufzukaufen. Das machen die Wiener ja auch. Sie kaufen Bauerwartungsland auf, das vielleicht landwirtschaftlich genutzt wird noch, weil die eine sehr weite Perspektive haben. Und man muss natürlich sehen, die Wiener haben ein Vermögen von jährlich 600 Millionen. Das ist ungefähr das, was ganz Nordrhein-Westfalen für seine 18 Millionen Einwohner zur Verfügung hat, und das stammt doch zum größten Teil aus den revolvierenden Mitteln des Landesbauvermögens. Also da muss man ein ganz anderes Rad drehen, wenn man die Problematik tatsächlich einigermaßen in den Griff bekommen will. Also Aufkauf von Land ist eine Forderung, eine andere. Die Mietpreisbremse gibt es ja schon, also da hat die Politik ja auch was getan. Eine Mietpreisbremse gibt es, die gibt es übrigens, anders als jetzt hier behauptet, ja auch nur nicht für Neubauten. Sie können also auch kein Investitionshemmnis sein, wie in der Studie behauptet wird, weil sie für Neubauten eben nicht gilt. Und sie wird ja auch immer madig gemacht, wenn man sie anwendet, die Mietpreisbremse, dann hilft sie, aber sie schafft eben keinen Neubau, sondern sie versucht ja nur die schlimmsten Auswüchse, die wir haben, die schlimmsten Preissteigerungen einigermaßen im Griff zu behalten. Denn die Mieterinnen und Mieter sind ja die Gelackmeierten, und zunehmend sind es ja auch nicht mehr nur die Geringverdiener, sondern das Problem erreicht ja die Mitte der Gesellschaft und übrigens auch die, nicht mehr nur die Großstädte, sondern auch schon kleinere Städte und manchen ländlichen Raum. Ja. Aber Herr Witzke, wenn wir wissen, dass das Gros, fast zwei Drittel der Wohnungen von privaten Bauherren gebaut wird, also nicht von großen Konzernen, dass die auch tatsächlich Wohnraum schaffen. Haben Sie denn da noch einen konkreten Anreiz oder Forderung oder eine Idee, wie man die noch mehr animieren kann zu bauen?
Naja, einmal denke ich, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, auch etwas günstiger Bauland zu erwerben, möglicherweise auch mit staatlicher Hilfe, wenn sie sich dann mit bestimmten Mietpreisen begrenzen, die im öffentlichen Wohnungsbau ja zulässig sind. In einigen Städten sind ja die Bewilligungsmieten, die Länder vorschreiben, schon höher als die 5,70 Euro, die da in Wien bezahlt werden. Also da kann man auch auskömmlich mit leben. Man sollte diese Förderung auch den privaten Investoren schmackhaft machen. In der Vergangenheit, in früheren Jahrzehnten, war es nicht unüblich, dass selbstständige Meister etwa ein Wohnhaus mit 6, 8 Parteien errichtet haben und meistens darin auch noch ihr eigenes Gewerbe hatten und dann eben auch aus den Mieterträgen einen Teil ihres Lebensunterhalts bestritten haben und auch eine Altersversorgung. Solche Modelle wären natürlich förderungswürdig und dann würde man auch über viele kleine Investoren zu größeren Mengen von Wohnungsbau kommen. Das muss man attraktivieren, da muss man sich einiges einfallen lassen und man muss auch als öffentliche Hand noch mehr Geld in die Hand nehmen. Also mehr Geld und mehr auf die kleinen, die einzelnen wohnungsbauwilligen Bauherren losgehen. Und denen verdanken wir ja den größten Teil des Wohnungsbestandes und mit denen haben wir ja auch die örtliche Mieterverein des Deutschen Mieterbundes relativ wenig Ärger und sind ja auch mit denen partnerschaftlich verbunden. Also es gäbe einen Weg. Man muss nur die Fantasie und auch die Durchsetzungskraft haben. Hans-Jochen Witzke, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Und für Ihre Zeit. Guten Abend nach Düsseldorf. Danke.